denn, ich habe jetzt wirklich einige Stände hier gesehen, die Drohnen anbieten. Aber ihr habt mit Abstand die größte. Was ist das für ein Teil? Das ist ja der Hammer. Also das ist jetzt ein Multicopter in der Größe von 1200 mm. Das heißt, der Rahmen hat 1200 mm in der Größe. Die also Durchmesser. 1,20 Meter. Genau, 1,20 Meter im Durchmesser. Okay, ja. Und das Besondere, wodurch sich dieser Copter auszeichnet, ist seine lange Flugzeit. Diese wird nicht allein durch eine Batterie erreicht, sondern eben durch die Kombination eines Hybriden. Das heißt, wir haben einen kleinen Generator drin mit 32 Kubikzentimeter. Und der versorgt unsere Batterie entsprechend mit Nachschub an Energie. Das heißt, der läuft mit Sprit? Der läuft mit Sprit, genau. Wofür brauche ich sowas? Also es gibt dort viele Anwendungen für. Es gibt einige Anwendungen derzeit auch in China. Darunter fällt beispielsweise Inspektion. Das heißt, ich kann mit diesem Copter, da ja eine Kamera mit einem Objektiv hat, das zoomt auf 30-fach optisch, nicht digital, kann ich beispielsweise Inspektionen auf Solarpanels vornehmen, an Hochspannungsleitungen oder mit einer Thermalkamera kann ich auch Aufnahmen in der Chemieindustrie machen. Fehlen natürlich ein paar Daten und Fakten. Ja, das Ding sieht erstens wahnsinnig schwer aus und dann stelle ich mir vor, so eine schwere Kiste kann wahrscheinlich nicht lange fliegen, oder? Gerade eben wegen dem Generator kann der Copter 2 Stunden 15 Minuten nach derzeitigem Stand in der Luft bleiben. Und was wiegt der? Der wiegt jetzt 18 Kilo als Abfluggewicht. Und kann über 2 Stunden fliegen? Genau. Wow, aber das ist beeindruckend. Genau, aber er ist nicht dazu ausgelegt, schwere Lasten zu heben. Er ist rein für den Zweck konzipiert, sich selbst den Generator und ein passendes Kamerasystem zu tragen. Das ist hier vorne, ne? Die Kamera genau. Ist das hier. Das ist das Kamerasystem. Ja. In dem Fall 4K. 4K, schon sexy. Genau, und 30-fach optisch vergrößert. Wenn ihr sowas vertreibt, seid ihr eigentlich auf der Spielwarenmesse gar nicht so richtig, oder? Das ist nicht unser Hauptprodukt. Okay. Es ist mehr so ein Hingucker, damit Leute darauf aufmerksam werden. Hat ja anscheinend funktioniert. Absolut. Aber dann gucken wir eure anderen Produkte doch auch mal eben. Ja. Das ist schon eine ganz schöne Spur kleiner, ne? Aber wahrscheinlich auch mehr im Consumer-Bereich. Es ist eher im Consumer-Bereich anzutreffen. Das ist das, was am greifbarsten ist für den Kunden. Was ist das jetzt für eine Drohne? Was kostet die? Was kann die? Es wird ungefähr bei 800 Euro liegen. Das ist schon auch kein Spielzeug mehr. Kein Spielzeug. Nicht fürs Kinderzimmer. Richtig, ne? Nicht mehr fürs Kinderzimmer. Ja. Von der Größe her wird auch zusammenklappbar sein. Und natürlich auch so ein Collision Detection System haben. Das heißt, ich erkenne, okay, da kommt ein Objekt und dann wird der Copter davor anhalten und eben nicht hineinfliegen. Also so eine Kollision. Also ein richtig schlaues Teil schon. Im Grunde ein sehr, sehr schlaues Teil. Und der hat eine Kamera unten runterhängen. Genau. Ist das jetzt das, was ich von den Drohnen aus dem Spielzimmer kenne? Oder ist das was Feineres? Es ist für den Preis wahrscheinlich schon, oder? Ja, bei dem Preis kann man schon erwarten, dass das eine Kamera ist, die durchaus mehr imstande ist, als sagen wir mal für einen First-Person-View-Racer an Anforderungen hat. Also das heißt, wir haben bessere Farbwiedergabe, wir bekommen ein richtig sauberes Bild. Und diese Dinger sind schon richtig schlau geworden, ne? Die können so Leute verfolgen und sowas. Richtig. Und haben jede Menge Gimmicks drin, die so vor ein paar Jahren alles andere als üblich waren, oder? Genau, da gab es mit der Zeit einen großen Sprung in der Technik. Das gab es bei allen Herstellern. Und somit ist es auch mittlerweile möglich, dass du ohne vorhandenes GPS in einem Raum dich genau positionieren kannst. Das ist ein sogenanntes Optical Flow System. Das heißt, wir haben eine Kamera, die schaut nach unten und detektiert, ob sich das Bild ändert. Am einfachsten kann ich es zeigen, wenn ich ein Kreuz auf den Boden male. Die Kamera sieht das, ich ziehe den Kopf da weg und dann weiß die Kamera, oh, das ist zur Seite gegangen, ich muss wieder dahin zurück. Und das macht die ohne GPS. Wenn da so viel Bewegung im Markt und so viel Entwicklung drin war, glaubst du, die großen Schritte in Sachen Drohnentechnik sind jetzt erledigt oder kommt da noch was in den nächsten Jahren? Es wird sicherlich noch Entwicklungen geben, aber über das Ausmaß, wie groß die werden, da kann ich darüber wenig jetzt sagen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass im Bereich der Kombination, der Gamification, dass dort noch etwas kommen wird, Augmented Reality, in dem Bereich weitergehen wird. Und ansonsten werden zum Beispiel die Akkulaufzeiten verbessert werden oder eben auch die Leistung der Kameras, die dort eingesetzt werden. Okay, also je mehr ich das für Games nutzen kann, umso größer ist natürlich auch eure Berechtigung, hier auf der Spielwarenmesse zu sein. Aber danke dir fürs Erste. Bitte, gerne.